Kann ich da unten nicht interagieren? Ich verstehe es gerade nicht. Der macht immer noch das. Ja, was hat denn er erst gesagt, wenn wir das hier loslassen wollen? Ach so, so, okay. Komm ich jetzt da unten an die Pedale ran? Nee. Hört immer noch das Scheißding. Zeigt mir jetzt das an. Das ist ja nur das. Das heißt, wir sind immer noch mit dem Teil hier. LT und RT. Ach so, okay, ich brauche gar nicht. Ach so, okay. Toll. Toll. Wie überheblich die mal toll Schließlich sagt. ist da noch der Gashebel in der Mitte des Cockpits. Ja. Drücken Sie ihn vorwärts, um die Leistung zu erhöhen, und ziehen Sie ihn zurück, um sie zu verringern. Nee. Richten Sie Ihren Blick zunächst auf den Gashebel und wählen Sie ihn aus. Ja, habe ich ja. Behalten Sie die Auswahl bei und drücken Sie ihn nach vorn, um die Leistung zu erhöhen. Cool. Die Leistung wird nun erhöht. Ja. Ziehen Sie den Gashebel jetzt zurück, um die Leistung wieder zu verringern. Ja. Die Leistung wurde verringert. Jetzt probieren wir das Gleiche, ohne uns auf ihn zu konzentrieren. Wählen Sie den Gashebel ab. Wenden Sie den Blick vom Gashebel ab und erhöhen Sie die Leistung. Wie? Den Gashebel auf Leerlauf stellen, bitte. Oh mein, ich will mal. Ah, mit A und B. Ausgezeichnet. Okay. Also damit ist dann. Wenn das Triebwerk da, an ist, sehen Sie, okay. Dass sich die Zahl auf dem Tachometer ändert. Tacho. Dieser befindet sich rechts auf dem Instrumentenbrett. Oh, da. Okay. Dadurch wird angegeben, mit wie vielen Umdrehungen pro Minute sich der Motor dreht. Mhm. Nun schauen Sie sich die aktuelle Geschwindigkeit auf dem Fahrtmesser an. Null. Er befindet sich links auf dem Hauptinstrumentenbrett. Ach so. Trotzdem null. Er misst die Geschwindigkeit in Knoten. Um die Flughöhe zu prüfen, sehen Sie auf den Höhenmesser. Er befindet sich rechts auf dem Hauptinstrumentenbrett. Oh, okay. Der Höhenmesser hat drei Zeiger, ähnlich wie eine Uhr. Hm? Der lange, dicke Zeiger zeigt 100 Fußschritte an. Der kurze, dicke Zeiger zeigt 1000 Fußschritte an. Und der lange, dünne Zeiger zeigt 10.000 Fußschritte an. Also der lange, dicke... Das ist alles für heute. 100, nächstes Mal werden 1000, Sie erfahren, 10.000. Wie es sich anfühlt zu fliegen. Oh mein Gott. Ach, wieder 10.000 Punkte. Mich hier vielleicht gleich. Ach nee, hier Trainingsmenü. Oh oh. Bin schon ein bisschen nervös jetzt. Wenn Sie aus Ihren Seitenfenstern schauen, haben Sie heute einen wundervollen Blick auf die Umgebung von Sedona. Oh, krass. Okay. Mhm. Ja. LB und das. Ah, hier sehen Sie die roten Felsen. Ist das nicht eine wunderschöne Gegend? Ja, ich bin... Halten Sie jetzt bitte nach dem Flugplatz von Sedona Ausschau. Die Landebahn sollte leicht zu finden sein. Hä? Wo denn? L, B und A halten. Okay, jetzt wissen wir, wo der Flugplatz ist. Oh!
die Aussicht genießen. Okay. In the Ghetto. Nächster Schritt. Wir haben uns bereits am Boden über die grundlegende Steuerung unterhalten. Dann wollen wir doch mal sehen, wie es sich in der Luft anfühlt. Eine Brücke. Das Flugzeug ist aktuell auf die Reiseflugsage eingestellt. Die Position, in der es während eines regulären Flugs sein sollte. Okay, nun probieren Sie die Schräglage aus, indem Sie das Steuerhorn drehen. Ich zeige es Ihnen. Wie machst du das? Du bist nicht da. Als Grundregel gilt, Ihre Wendemanöver sollten nicht über 30 Grad liegen. Das überlass mal bitte mir. Versuchen Sie jetzt nach rechts zu rollen. Sie haben das Steuer übernommen. Drehen Sie nach rechts ab, in Richtung der Stadt Sedona. Wo sehe ich die Stadt Sedona? Oh. Ach, dort. Geil. Ausgezeichnet. Hä? Wie ich das mache? Auf dem Flug nach Sedona sollten wir den Steig- und Sinkflug üben. Für den Aufstieg müssen Sie das Steuerhorn sanft nach hinten ziehen. Probieren Sie es aus. Oh, wir wollen erst mal steigen. Gehen Sie nächstes Mal etwas sanfter mit dem Steuer um. Okay. Beim Sinkflug gilt das gleiche Prinzip. Dass Sie dafür das Steuerhorn nach vorn drücken. Probieren Sie es aus. Dann mach ich doch. Neigen Sie die Nase leicht nach unten. Ich muss mich bloß wieder anschreien, dass ich nicht tapplich bin. Gehen Sie nächstes Mal etwas sanfter mit dem Steuer um. Ich sag's doch. Okay, nun müssen wir den Flugplatz finden. Ziehen Sie sich um und wenn Sie ihn gefunden haben, drehen Sie in die entsprechende Richtung. Oh, ich sollte vielleicht erstmal so gucken, wa? Warte mal, ich mach mal erstmal hier. Ja. Ja, wo ist denn hier ein Flugplatz? Ach, dort habe ich ja einen Pfeil, okay. Bei den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen ist der. Oder dort oben auf dem Hügel. Ausgezeichnet. Nun, da Sie etwas vertrauter sind mit dem Flugzeug und der Umgebung, werden wir uns in den nächsten Schritten eingehender mit dem Handling und Flugtechniken beschäftigen. Und schon bald werden Sie die Flüge ganz allein durchführen können. Ich glaube, ich mache die gute... Warum kriege ich bloß ein B? Ich war ihr wohl zu ruppig. Ich werde trotzdem mal versuchen, das Flugzeug ein bisschen leiser zu machen. Ha? Flugzeug nach oben und unten, nein. Da hat die mir so viel abgezogen. Zurück zum Hauptmenü. Ich will erstmal sehen, dass ich das Flugzeug zumindest ein bisschen leiser mache. Ich fand das sehr laut. Ich weiß ja nicht, wie es im Stream rüberkam. Aber ich hatte so das Gefühl, ich muss da ganz schön dagegen anschreien. Und da habe ich eigentlich wenig Lust darauf. Flugzeugtriebwerke. Machen wir mal nur die Flugzeugtriebwerke. Auf. Oh Gott. So erstmal.
Ich muss kurz mal. Ich gebe gleich weiter. Um zu helfen, ein Gefühl für die Neigung zu entwickeln, habe ich drei Linien auf die Windschutzscheibe gezeichnet. Sehen Sie, wie die mittlere Linie dem Horizont entspricht, wenn wir horizontal fliegen? Das ist die Reisefluglage. Die untere gepunktete Linie ist die Steigfluglage und die obere Linie ist die Sinkfluglage. Schauen wir uns an, was das bedeutet. Ziehen Sie das Steuerhorn sanft zurück, bis die Steigfluglagenlinie mit dem Horizont übereinstimmt. Und behalten Sie dann diese Fluglage bei. Warum zieht denn der permanent nach rechts? Was ist denn das für eine Scheiße? Zieht er nach links? Die untere, ach so, okay. An Höhe zu gewinnen. Jetzt nicht mehr. Allerdings verlieren wir an Fluggeschwindigkeit. Wir sind eben auch beim Aufstieg den Gesetzen der Physik unterworfen. Ah. Üben Sie weiter. Sie werden besser werden. Bringen Sie uns jetzt wieder in eine gerade Position. Bims gerade. Ach so, gerade meinst du. Unsere Geschwindigkeit steigt und unsere Flughöhe bleibt stabil. Das war okay. Okay, sagt sie. Drücken Sie das Steuerhorn sanft nach vorn, bis die Sinkfluglagenlinie mit dem Horizont übereinstimmt. Ich kann und behalten jetzt, dann Sie dann geht's. diese Fluglage bei. Wie erwartet nimmt unsere Höhe ab und unsere Geschwindigkeit zu, wenn die Nase des Flugzeugs nach unten zeigt. Warum denn das? Okay, bringen Sie uns wieder in die gerade Position. Nun wird Ihre Geschwindigkeit reduziert und Ihre Höhe ist stabil. Das war okay. Ich denke, etwas mehr Übung wäre nicht verkehrt. Passen Sie die Neigung immer nur ganz leicht an, um nicht zu übersteuern. Ah, okay. Übersteuern hat man halt auch schon. War plus ein C? Ich bin immer noch nicht zufrieden. Es ist immer noch übelst laut. Wir müssen halt ein bisschen Feintuning machen. Nützt nichts. So, Ton. Dann gehen wir hier mal auf. Ich würde bleiben. Mal. Oh Gott, nein. Ganz so. So. 45. Und dann dürfte es eigentlich passen. Meine Noten werden immer schlechter. Wenden beim Rollen. Oh mein Gott. Um zu drehen, müssen Sie das Steuerhorn in die gewünschte Richtung bewegen und die Schiebewinkelanzeige mit der kleinen Ruderkorrektur zentriert halten. Ach, Christoph. Wie beim Steig- oder Sinkflug hilft Ihnen die Fluglage oder die Position des... Okay. Okay, Foko, bis demnächst, hoffe ich. Danke, dass du da warst.